Das ist ja ein lustiger Zufall. Hier steht Helm Express, da steht Helm Express. Du bist vielleicht gerade auf dem YouTube-Kanal von Helm Express oder auch gerade auf der Homepage von Helm Express. Vielleicht ist es auch einfach kein Zufall, sondern wir stellen euch heute hier unseren ersten eigenen Integralhelm vor, den Helm Express Rage. Und ich würde sagen, wir packen ihn aus und dann sprechen wir darüber. Deswegen jetzt viel Spaß beim Video. Mein Name ist Marc und ich darf euch heute hier auf Helm Express Product Test, unserem Kanal für Produktvorstellungen, begrüßen. Vielen Dank fürs Einschalten, das weiß ich sehr zu schätzen. Und diesmal mit unseren eigenen Babys, würde ich sagen. Wir haben echt überlegt, wie wir es euch zeigen, machen wir ein großes Trara rum. Aber wir sind eine österreichische Firma und wir sind nicht so richtig gut in Trara. Deswegen würde ich sagen, stellen wir sie euch einfach vor. Wir packen sie aus, wir sprechen drüber und das Ganze möglichst objektiv, sofern wir das eben können, weil das sind unsere. Ne? Aber gut, Butter bei die Fische, einen packe ich aus, den anderen packe ich dann gleich aus im Zeitraffer und los geht's. So, zack, zack. Also meine sind natürlich die Vorführer, die wurden auch schon mal ausgepackt. Bei euch ist dann alles frisch und alles neu. Tada, tada. Jawohl, zack. Hier auf dem Helmbeutel natürlich erstmal Logo. Logo. Und der Helmbeutel, der fängt schon mit an, der ist schon sehr, sehr schön gemacht. Also da habe ich den einen oder anderen Helm ausgepackt, der ein Vielfaches kostet, der nicht so cool verpackt ist. Aber darum soll es gar nicht gehen, denn das schützt uns nicht. Das ist nettes Nebenwerk. So, der eigentliche Helm ist dieser hier. So, es sind auch nochmal Sticker dabei und ja, auch das rettet uns im Zweifelsfall nicht. Der Helm schon, aber ich packe erst den anderen aus. Das ist jetzt auch die zweite Farbvariante und diese beiden Varianten haben wir jetzt zum Launch quasi rausgebracht. Zack. Zack und zack. Tada. Auch hier wieder der gleiche Helmbeutel. Und auch den. Tada. Hier die schwarz glänzende Variante. Und nochmal die schwarz matte Variante. Das sind die beiden Varianten, die wir zum Start jetzt rausgebracht haben. Denn die passen zu einfach absolut allem. Die könnt ihr überall zu kombinieren. Und zu jedem Motorrad, zu jedem Roller immer passend. Deswegen schwarz. Schwarz geht immer. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns die Spezifikationen dieses Helms anhand ene, mene, mu, den hier nehmen wir einfach, und schauen uns mal an, was wir uns dabei gedacht haben. So, dann schauen wir uns jetzt mal an. Natürlich erstmal auffällig, Logo hier im Stirnbereich, schöne langgezogene Silhouette, leichtes Gewicht, also das könnt ihr natürlich nicht sehen, aber das sage ich euch, 1400 Gramm plus minus 50 Gramm je nach Helmgröße. Drehen es einmal um. Steht hier Axor im Nacken. Axor ist der Hersteller, mit dem wir zusammenarbeiten. Genauso wie andere Händler und Großhändler haben wir natürlich keine eigene Produktion, sondern arbeiten da eben zusammen und sagen, was wir gerne hätten, wie wir es gerne hätten. Und das ist das Ergebnis. Und es ist nichts Abwegiges. Die anderen schreiben es vielleicht nicht drauf, aber die anderen machen das genauso. So, Belüftung. Sehr geil gemacht. Schaut euch das mal an. Flach gemacht. Also es ist immer, ist schwierig, wenn ich über andere Helme rede und sage, das ist gut gemacht, dann ist es vielleicht ein bisschen objektiver. Aber man könnte sagen, diese flache Belüftung ist sehr gut, denn sie ist sehr flach und hat damit sehr wenig Windverwirbelung, ist sehr gut zu erreichen. Und hier, Kinnbelüftung, also doppelte Belüftung, sehr, sehr schön. Entlüftung am Hinterkopf, unterm Spoiler, Luftzirkulation ist da. Und das Visier, Mechanik, läuft einwandfrei. Klares Visier, gleich im Lieferumfang enthalten, natürlich. Ersatzteile sind natürlich auch verfügbar, gar kein Thema. Innenfutter, neben den Stickern, auch vom Hersteller, von uns, allem dabei, haben wir hier Mikrometrik-Ratschenverschluss, super entspannt. Kinnbinderweiser vernünftig, damit das richtig schön abdichtet. Auch der Abschluss hier haben wir, glaube ich, ganz okay gemacht. Hier auch schön gepolstert. Das ganze Innenfutter ist natürlich herausnehmbar, waschbar. Außenschale dieses Helms ist aus Polycarbonat, robust, widerstandsfähig, kann man nichts gegen sagen. Der Helm hat die ECE 2205 plus die DOT-Homologation, also gleich doppelt getestet und darf damit theoretisch auch im Ausland gefahren werden. Also das Ding könnt ihr mit nach Amerika nehmen und da auch fahren. Das als Side-Fact, also das hat er beides bestanden.
Dementsprechend kann man, glaube ich, nicht so sagen. Man kann hier sehr gut auch ein externes Bluetooth-Intercom anbringen. Das passt hier vernünftig von der Fläche und ihr kriegt das auch alles innen drin sehr gut verkabelt. Also wenn ihr jetzt hier zum Beispiel die Sena-Geräte nehmen wollt. Im Übrigen, das ist unser Jethelm. Den haben wir euch in einem anderen Video vorgestellt. Auch auf diesem Kanal. Und ja, sportlich, also für den Kurs, also für den schmalen Taler, den wir hier einfach aufrufen können, ist also das Preis-Leistungs-Verhältnis ist, man könnte sagen, ganz in Ordnung. Ja, wenn ihr noch Fragen zum Helm Express Rage habt, gerne unten in die Kommentare oder schreibt uns direkt auf den sozialen Medien oder auch natürlich auf unserem Chat in der Homepage etc. Ihr erreicht uns auf jeden Fall. Wenn ihr euch dafür entscheidet, wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß damit. Euch allen wünsche ich eine gute und vor allem unfallfreie Motorradsaison. Wenn ihr den Winter durchfahrt, dann kommt gut durch. Und jetzt macht's gut. Bis dahin. Ciao.